Moin moin liebe Community, willkommen auf meinem Kanal Meine Energiewende zur heutigen wichtigsten Auswertung des Jahres für den Monat Dezember 2022 und natürlich eine Aufsummierung über das Jahr, wo wir mal sehen können, wo wir gelandet sind. Ich habe in den letzten Tagen einiges, wie man hier sehen kann, so aufpoliert. Sieht ein bisschen anders aus jetzt als sonst, wo ihr es kennt. Es ist jetzt meiner Meinung nach etwas hübscher und übersichtlicher geworden, die ganzen Anzeigen. Und das Wetter ist jetzt derzeit gerade auch nicht so pralle, wie man hier sehen kann. Alle Anlagen zusammen machen jetzt mal gerade 1,5 kWp, was wirklich ein Witz ist. Also vielleicht erkläre ich mal für die Leute, die die Anlagen nicht kennen, nochmal ganz kurz, was ich hier so habe. Wie man hier sieht, sind hier insgesamt 8 Anlagen aufgelistet. Eine 9. Balkonsolaranlage mit 4 Modulen steht im Garten, einfach so als Unterstützung im Dezember und Januar. Und fangen wir erstmal an. Das hier unten sind 2 Laderegler von 2 MPPT 450-100 mit jeweils oder insgesamt 36 mal 405 Watt Modulen belegt. Macht irgendwas etwas über 14,5 kWp. Und wer jetzt gerade aufgepasst hat, der wird feststellen, die Laderegler, die können ja maximal 5 kW wegführen. Ja, ist richtig, meine Anlagen sind alle überprovisioniert. Das heißt, ich habe eine deutlich höhere kWp-Zahl, als ich an Wechselrichtern verbaut habe. Das muss man bei mir wissen, weil die Anlagen müssen wir mir im Winter am meisten bringen. Der Sommer ist mir relativ wurscht. Der PV-Zaun hier, der besteht aus insgesamt 8 Modulen, die stehen, wie der Name schon sagt, als Zaun zur Verfügung. Die Garage, das sind insgesamt 16 Module, das Gartenhaus sind insgesamt 18 Module, die Hauswände rechts und links sind jeweils 16 Module. Die Südfassade sind nochmal 8 Module und somit kommen wir auf eine Gesamtleistung von etwas über 40 Kilowatt Peak. Und aber in einer deutlich geringeren Ladeleistung. Also ich komme auf insgesamt, wenn alles so funktioniert, wie es soll, auf 500 Ampere Ladeleistung auf meine Akkus. Und wer sich jetzt fragt, oh, wie geht das denn? Da stehen aber mittlerweile auch 95 Kilowattstunden an Akkuleistung und deswegen macht der Anlage das so mit 500 Ampere erstmal nicht so viel aus. Da kommen wahrscheinlich nochmal 30 Kilowattstunden dazu, aber das ist momentan einfach ein Zeitproblem. Schaffe ich gerade nicht so, wie ich möchte. So viel erstmal zur Gegebenheit. Achso, und da sind hier 3 Inverter, 3 Multiplus 5000, die als Inselsystem laufen. Es gibt keine Außenanbindung. Kann ich euch auch hier prima zeigen. Ich habe hier keinen AC-Input. Das ist der vorige Monat. Da sehen wir jetzt also den Dezember. Und der ist mit 348 Kilowattstunden nicht so der Knaller gewesen. Wir haben 420 Kilowattstunden verbraucht, 348 erzeugt und somit sind wir nicht bei 100% gelandet, was ich ziemlich ärgerlich finde, weil das war eigentlich mein Ziel, das zu erreichen. Aber wie ihr hier sehen könnt, haben wir eigentlich nur in der Mitte des Monats wirklich schönes Wetter gehabt. Und da hat es dann mal dafür gereicht, den Akku mal wieder voll zu bekommen. Aber dann ging Weihnachten immer weiter bergab und schwuppdiwupp war der Akku wieder leer und wir konnten uns so gerade irgendwie bei Null halten oder etwas drüber. Wer jetzt hier gut aufgepasst hat, der wird sehen, hier ist ja so eine positive, also hier so 7. Dezember ist so eine Positivbeule drin. Ich habe nämlich auch ein bisschen gemogelt. Das heißt, ich habe nachgeladen, aber mit Solarenergie aus dem Sommer. Ich habe nämlich diese beiden, ich weiß, die Verkabelung sieht jetzt nicht besonders gut aus, aber auch da sind Sicherungen drin und so, aber das ist jetzt einfach nur dafür gewesen, meine andere Anlage nachzuladen. Was man jetzt hier nicht sehen kann, hier unten liegt noch so ein DC-DC-Wandler drin, der einfach dafür sorgt, dass der Strom begrenzt wird. Und ich habe damit die großen Batterien nachgeladen. Das sind hier unten in diesem Gehäuse, das Video habt ihr vielleicht gesehen, das sind insgesamt 14,6 Kilowattstunden. Und das hier oben sind auch nochmal ungefähr 5 Kilowattstunden. Also konnte ich nochmal 20 Kilowattstunden über den Monat verteilt nachladen.
Dabei ist mir übrigens aufgefallen, nur so als kleine Anekdote, dass diese Dinger hier, diese Blöcke, wirklich Schrott sind. Der zeigt nämlich hier fröhlich vier Balken an und behauptet, also die LEDs behaupten, er wäre voll. Die Zellen standen aber bei 3,0 Volt oder 3,01, 3,02. Also ziemlich leer auf jeden Fall. Der Akku hat behauptet, er wäre voll. Das lag einfach daran, dass dieser Strom da relativ langsam rausgelaufen ist und dieses BMS hier einfach niedrige Ströme überhaupt nicht mitbekommt. Aber das nur mal so am Rande. Wer so ein Ding hat, der und sich wundert, dass das alles hier nicht passt, das liegt einfach daran, dass das einfach Schrott ist. Aber gut, vielleicht mache ich da auch noch mal ein Video drüber. Jo, was haben wir noch gehabt? Wir haben einen Ausfall gehabt, pünktlich am zweiten oder dritten Weihnachtstag. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war. Ich zeige euch mal das passende Foto dazu. Das hier war's. Wie man sehen kann, also dieser rote Balken hier, das ist L2. Ich mache es mal gerade ein bisschen größer. Der rote Balken ist L2. Und wir haben es tatsächlich geschafft, kurzzeitig auf über 7000 Watt zu gehen. Und dann meinte der Inverter doch irgendwann so: Jetzt trotz Überlast und so, ich bin zwar überlastfest, aber nicht mit knapp dem Doppelten wie angegeben, mache ich mal aus. Da wurde es relativ schnell ziemlich dunkel bei uns in der Bude und das System hat nach einer Minute wieder eingeschaltet und alles war gut. Ja, war nicht so gut. Also den Backofen, zwei Powerplatten auf dem Herd und ich weiß nicht, was noch andere alles an war. Auf jeden Fall mehrere Geräte, die alle auf der zweiten Phase waren. Alle parallel laufen zu lassen, war jetzt keine so gute Idee. Gut, aber ist halt passiert und für euch mit Sicherheit auch interessant. Anlage läuft wieder an, das ist nicht schlimm. Der Herd bleibt in dem Moment aus und alles ist wieder gut. Danach haben wir das auch besser verteilt bekommen. Wie man hier sehen kann, ist auf einmal die blaue Linie hochgegangen, also die Phase L1 bei mir, weil wir einfach andere Herdplatten benutzt haben und dann war alles, ja, wie gesagt, war alles gut. Das war aber auch das einzige Problem, was wir den Monat hatten. Ach, jetzt habe ich noch ein Foto unterschlagen. Welches war es denn? Ich glaube, dieses hier. Ja, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz zeigen. Guckt euch mal das hier an. Nämlich die RS450er. Das ist die Nord- und die Südanlage. Die Nordanlage ist die grüne Linie und die Südanlage ist die rote Linie. Bei schlechtem Wetter ist es so ziemlich egal, weil ich da immer wieder nachgefragt werde, warum ich Nord denn auch belegt habe, welche Ausrichtung die Anlagen haben. Hier bei diesen Spikes, da kann man sehen, okay, da kam mal kurz die Sonne raus oder sagen wir mal so, nicht die Sonne, aber es wurde ein bisschen heller und dann läuft die Anlage im Süden natürlich deutlich weg. Aber solange das so bedeckt ist oder wolkig oder wie auch immer verhangen, laufen die Anlagen größtenteils gleich. Ab und zu gibt es sogar mal so Situationen, wo die Nordseite sogar besser ist als die Südseite. Also nur mal so eine Nordanlage im Winter als Versorgungsanlage, die hat durchaus ihre Berechtigung. Okay, das war jetzt dazu und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie das mit der Autarkie im Dezember gewesen ist. Wie ich sagte, habe ich hier ein bisschen gemogelt. Das heißt, ich habe hier zwar 348 Kilowattstunden stehen. Ich habe aber heimlich noch etwa 20 Kilowattstunden über den Monat gerechnet nachgeladen. Rein mit Sonnenenergie aus dem Sommer. Da ist nichts zugekauftes. Also ich zähle das trotzdem mal als, ob ich den Akku jetzt anklemme oder nicht, ist für mich egal. Aber also für mich persönlich egal, ist ein bisschen gemogelt vielleicht, aber okay. Ich zähle es jetzt einfach mal dazu. Das heißt, wir haben 368 Stunden, Kilowattstunden Ertrag gehabt oder Solar gehabt und eine Consumption von 420 Kilowattstunden. Was jetzt hier nicht auftaucht, ist die. Das Block, nicht das Blockheizkraftwerk, das Balkonkraftwerk, welches nochmal etwa 19,14 Kilowattstunden zugesteuert hat. Da hatte ich euch ja jetzt gezeigt, dass ich das jetzt auch auswerten kann in Zukunft. Bis jetzt ging das leider nicht. Dieses OpenDTU-Video war ja genau dafür da, aber das ist jetzt leider für die Auswertung Dezember vom letzten Jahr nicht mehr, ja, nicht mehr relevant oder nicht früh genug gekommen. Das wird erst nächstes Jahr wieder dann dazu zählen. Somit komme ich auf eine Gesamtsumme von 386,74 Kilowattstunden, die ich erzeugt habe und einen Verbrauch von weiterhin 420 Kilowattstunden. Und wenn man das gegeneinander rechnet,
dann lagen wir bei 92% Autarkiegrad im Dezember. Was ich im Vergleich zum letzten Jahr, wer das Video gesehen hat oder vielleicht ändert sich noch der ein oder andere mit 33,48% letztes Jahr schon eine deutliche Verbesserung darstellt. So, ich habe die Zahlen mal übers Jahr aufgeschrieben aus den verschiedenen Videos. Über das Jahr selber ist natürlich der Akku gewachsen. Hier hatte ich im Januar erst drei von den drei Packs online. Das heißt, es waren nicht mal 45 Kilowattstunden, die ich da nutzen konnte. Mittlerweile sind wir bei 95 Kilowattstunden, also schon mehr als verdoppelt. Und noch ist es nicht fertig. Wir konnten im Januar damals 30,4% erreichen, im Februar dann schon 94,6%. Da haben wir Anfang Februar in den ersten Tagen nochmal etwas nachladen müssen und danach war der Februar schon komplett ohne Zukauf von Energie. März bis November haben wir dann zu 100% von unserem eigenen Strom gelebt, sind da auch mitgefahren, haben geheizt, soweit möglich. Ich habe immer noch keine Wärmepumpe, falls diese Frage jetzt aufkommt, aber die wird jetzt demnächst kommen. Heizen bedeutet für mich, wir haben Infrarotheizungen und einfach Lüfter benutzt, wenn die Wärme, wenn die Batterie es hergegeben hat. Ist nicht die effizienteste Variante, aber funktionierte für uns. Im Oktober haben wir 14,5 Kilowatt Peak dazu gebaut und über das Jahr verteilt, wie gesagt, den Akku erweitert, sodass wir jetzt im Dezember auf 92,08% gekommen sind. Über das Gesamtjahr macht das einen Autarkiegrad von 93,09%. Und natürlich versaut mir hier mehr oder weniger der letzte Januar die komplette Zahl. Aber das ist in Ordnung. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns langsam aber sicher daran robben an diese ganze Geschichte. Wir haben auch weiterhin das Ziel, diese 100% zu knacken. Allerdings sage ich jetzt extra nochmal dazu, bevor jede Menge Leute fragen, es geht uns momentan erstmal nur um die Stromautarkie. Energieautarkie gehen wir später an. Also Mobilität machen wir momentan nur sofern möglich. Also wenn wir genug Strom haben, dann laden wir nach. Wenn nicht, machen wir das extern. Oder ich fahre mit meinem Hybrid dann halt noch auf fossiler Energie. Wie dem auch sei, ich nehme keinen Strom aus der Solaranlage und das Heizen, wie gesagt, ohne Wärmepumpe ist das momentan eher nur so eine Krücke, die ganz gut funktioniert, aber die natürlich alles andere als effizient ist. Und von daher, da gucken wir jetzt mal in 2023, was da passiert. Also das war jetzt so mehr oder weniger erstmal das an Informationen, was ich euch da bieten konnte. Ich bin selber sehr begeistert davon, dass man tatsächlich über 90% erreichen kann. Ohne jetzt tatsächlich Komforteinbußen zu haben. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht besonders angestrengt. Natürlich haben wir versucht, so, nicht im ganzen Haus Licht leuchten zu lassen oder irgendwie unnötig Strom zu verbrauchen. Aber das hat hoffentlich ja jetzt sowieso jeder so getan. Von daher ist das ja mehr oder weniger selbstverständlich. Ich zeige euch nochmal das gesamte Jahr 2022. So. Und wir kommen auf eine Erzeugung von 11.848 Kilowattstunden und eine Consumption von 11.759 Kilowattstunden. Die restlichen Kilowattstunden, also schlussendlich, wir haben mehr erzeugt, als wir verbraucht haben, rein rechnerisch. Das liegt aber auch an entsprechenden Wandlungs- oder Rechen oder einfach Rechenverlusten. Also mehr oder weniger sind das also ich erzeuge mehr Strom, ich speichere in der Batterie ein und habe da Verluste und ich weiß auch tatsächlich, das muss ich noch mal irgendwann rausfinden, wo genau er die Victron-Anlage diese Prozente vermisst oder vermissen lässt. Man muss ich mal sehen. Das werde ich euch dann demnächst mal erzählen, wenn ich das rausgefunden habe. Das ist ein ganz gutes Thema noch. Okay, dann sind wir jetzt auch mit der Auswertung erstmal durch. Ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch nachträglich wünschen ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich wünsche euch ein tolles Jahr 2023.
und viel Erfolg. Wollen wir mal hoffen, dass sich unsere derzeitigen Probleme, die wir so haben, da mehr oder weniger verspurlosen und dass wir da uns auf jeden Fall verbessern wieder. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss.